Der internationale Haftbefehl gegen Putin, der sorgte ja weltweit für ein großes Echo. In Russland wird das Thema allerdings eher heruntergespielt. Jetzt aber hat sich offenbar ein führender Politiker aus Armenien dazu geäußert. Armenien ist ja ein Verbündeter Russlands. Und der hat gesagt, hat sich für die Verhaftung Putins ausgesprochen, sollte Putin jemals nach Armenien reisen. Könnte es sein, dass die russischen Eliten insgeheim in ähnlichen Kategorien denken, um den Kriegstreiber irgendwann loszuwerden? Also für Russland selbst glaube ich das ehrlich gesagt nicht, weil am Ende dieses System Putin, das Machtsystem, was er über die letzten 20 Jahre geschaffen hat, auch das ist, was diesen Personen die Sicherheit, den Wohlstand, auch ihre Ressourcen garantiert. Also so einen radikalen Schritt wie so eine Festnahme ist sicherlich nichts, was sie befürworten. Ob es intern durchaus vielleicht auch deutliche Kritik an diesem Kurs gibt, das ist durchaus möglich, ist aber immerhin oder ist mittlerweile von außen sehr, sehr schwer zu beurteilen, weil wir weniger Informationen bekommen. Wir müssen allerdings davon ausgehen, dass zumindest dieser ja, radikale Kurs Putins, bei dem wirklich alles diesem Kriegsziel untergeordnet wird, etwas ist, was auch durchaus in den Eliten kritisiert wird.